Im Streben nach Exzellenz auf allen Gebieten führte die Champagne schon zu Beginn der 2000er Jahre eine Umweltanalyse der gesamten Branche durch und erstellte ein Programm zur nachhaltigen Entwicklung mit den folgenden drei Pfeilern: Biodiversität, Wasserbilanz und CO2-Fußabdruck. Nach Erfassung und Identifikation der Pflanzen- und Tierarten, die unter ästhetischen, kulturellen, landwirtschaftlichen und funktionellen Aspekten von besonderem Interesse sind, wurde ein Plan zum Schutz und zur Bewahrung eingeführt. Die Bepflanzung von Böschungen und das Pflanzen von Buschhecken, blühenden Brachen und Bäumen wirken sich günstig auf die Pflanzendiversität, die Präsenz von bestäubenden Insekten, von Vögeln und kleinen Säugetieren sowie auf den Kampf gegen die Bodenerosion aus. Zusammen mit einer besseren Integration der Betriebsgebäude in die Landschaft tragen diese Anstrengungen zur Bewahrung der Biodiversität und der Aufwertung der Landschaften bei. Das Wassermanagement stellte sowohl im Weinberg als auch im Keller eine Herausforderung dar. In den Weinbergen tritt Agroökologie an die Stelle von Agrochemie, um den Niederschlagsabfluss, die Erosion und die Verschmutzung des Oberflächenwassers zu verringern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Bodenbearbeitung, Pflügen, Begrünung der Rebzeilen, angemessene Nährstoffversorgung und dem Schutz des Weinbergs. Die Champagne ist eine der führenden Regionen in Europa bei der Entwicklung der biologischen Verwirrungstechnik, die die Anzahl von Raupen, den gefürchteten Räubern im Weinberg, natürlich begrenzt. Die Region investiert auch erheblich in die wasserwirtschaftliche Erschließung der Weinberge, um den Regen zu kanalisieren und das Einsickern oder Ableiten zu fördern, um die Grabenerosion zu vermeiden. Bei den Weinerzeugern ist die Verringerung des Wasserverbrauchs und das Abwassermanagement von besonderer Bedeutung. Das Abwasser aus der Reinigung der Anlagen und Geräte zum Pressen und zur Weinerzeugung werden zu 100% aufbereitet. Trester und Hefen werden als Trinkalkohol, Biokraftstoff, Tierfutter, organische Bodenverbesserer und in Form verschiedener Produkte wie Farbstoffe, Polyphenole, Traubenkernöl oder essentielle Öle verwertet. Als erste Region, die 2003 ihre Kohlenstoffbilanz erstellte, begann die Champagne mit einem Plan zur Verringerung der Emissionen von Treibhausgasen, der die gesamte Branche Weinbau, Önologie, Transport, Bau, Einkauf und Dienstleistungen betrifft. Durch die ersten Maßnahmen, darunter die Einführung einer leichteren Flasche, das nachhaltige Management der Biomasse, die Verringerung von Betriebsmitteln und ökologisches Bauen, konnte der CO2-Fußabdruck jeder Flasche bereits deutlich reduziert werden. Mit dem Ziel, den zukünftigen Generationen ein Erbe zu hinterlassen, das der Bekanntheit der Herkunftsbezeichnung mehr denn je würdig ist, streben die Champagne-Bewohner einen Weinanbau an, der zu 100% ökologisch ist.